Hallo, grüß euch. Ich stehe da jetzt gerade mittendrin im Innsbrucker Bergiselstadion. Mega Stimmung, was da heute ist. Und ich treffe mich heute mit zwei ehemaligen Weltklasse-Skifahrerinnen, Maria Höfl-Riesch und Mali Schild. Und ich werde sie jetzt einmal entführen, auf den höchsten Punkt der Schanzen, auf den Zitterbalken. Und da werde ich sie noch einmal gescheit ausfragen und schauen, was sie dazu sagen. Ja, Maria, es freut mich aber irrsinnig, dass wir den Weg jetzt an der Aufer gefunden haben, am Bergisel heroben auf den Zitterbalken. Wie geht's dir da dabei? Also, das muss ich sagen, auf Schanze mit so einer Höhe bin ich wirklich noch nie gesessen. Und ja, Zitterbalken trifft es, glaube ich, schon recht gut. Also, es geht hier doch sehr steil abschüssig los und natürlich, ja, ein Wahnsinn, wenn man da runterschaut in diesen Kessel und man springt eigentlich ins Nichts. Also, es ist wirklich spannend für mich. Ja, aber würdest du jetzt am Becken da einfach mal richtig mit Ski, auch ob jetzt Alpinski oder wie auch immer, da oben zu sitzen und runter zu springen? Ja, also wie gesagt, auf so einer großen Schanze habe ich das noch nie gemacht, aber wir haben das früher manchmal im Sommer sogar als Training gemacht, okay. Einfach um, weil wir auch bei der Abfahrt viele Sprünge haben, aber wir haben es natürlich nicht wie ihr auf die Weite gemacht, sondern genau andersrum, wir haben versucht, die Schanze möglichst gut zu drücken. Skifahren geht da noch nicht ab. Also das Rennen fahren überhaupt nicht. Also ich habe jetzt zwischen Weihnachten und Silvester war ich mit zwei Tagen Skifahren und es war grausam, weil einfach das Wetter furchtbar war und keine Sicht. Und ich habe mir dann nach einer Stunde gedacht, warum tue ich mir das eigentlich an? Das habe ich oft genug machen müssen, als ich es einfach eben noch machen musste. Und deswegen bin ich dann gleich auf die Hütten. Und jetzt war ich aber am 2. Januar und da war tolles Wetter, tolle Bedingungen. Okay. Und habe ich einen riesen Spaß gehabt, aber es ist einfach so, ich fahre dann in der Früh mit der ersten Gondel, fahre dann 2 Stunden Ski und genieße es, solange noch nicht so viel los ist. Cool. Na, gefällt mir, wenn wir uns wieder mal sehen. Haben. Jawohl, ich mich auch. Vielleicht einmal bei einem Start von einer Abfahrt bei euch. Ja, zum Beispiel. Ciao. Tschüss. Am Zitterbalken sitzen wir jetzt noch von einer meiner Lieblingsschanzen, muss ich sagen, in Bergisel. Wie geht's dir da dabei? Nein, ich denke mal, also ich bin jetzt auch da hergesessen und habe sofort irgendwie, ja, man kriegt so ein Wettkampfgefühl, so ein Adrenalingefühl, wenn man da rumsitzt, denke ich mal. Also man, ja, ich denke, es ist sicher eine große Anspannung, wenn man da sitzt und weiß, man muss jetzt die Leistung bringen, aber ich glaube, es macht auch sehr viel Spaß und ja, ich fühle mich eigentlich recht wohl. Gibt's für dich irgendwie einen Vergleich jetzt zwischen Skispringen und Skifahren? Ich glaube, da gibt es viele Parallelen. Ich sage mal, gerade wenn ich jetzt da sitze und mich jetzt in den Springer einfühle und man denkt, ich springe jetzt da weg, ist sicher das gleiche Gefühl, also wie wenn ich jetzt beim Slalom oder Riesenslalom am Start stehe und weiß, ich muss jetzt da die Top-Leistung bringen. Also die Anspannung ist sicher die gleiche. Und ich denke mir oft, wenn ich zuschaue und der Letzte sitzt noch oben und unten ist es fein mehr und man weiß, okay, man kann es jetzt wirklich schaffen, das ist absolut gleich. Vor allem, man steht ja nicht so gerade als Letztes oben. Man hat ja schon irgendwo einen Erfolg gehabt. Das ist ein cooles Gefühl, das jetzt da ja, oder? So ist es. Wer gewinnt jetzt die Tournee? Ich hoffe Österreicher. Ich hoffe Österreicher, da bin ich dabei. Wer? Ich glaube, das ist jetzt noch Schweiz im Song. Es stehen noch 2 Springen an. Und ja, Kraft oder Heiböck. Jetzt bist du Ciao. Tschüss.